Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit. Da wir gerade die Einleitung gesehen haben, wissen wir, es geht um eine weitere Lesung des fantastischen Buches Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. Heute am 12. August, Sabbat, Samstag 2017. Eine der wohl letzten Lesungen dieses Buches und wie das oftmals in solchen Büchern geht, selbst wenn es um Sachbücher geht, also wir sprechen ja hier nicht über irgendwelche fiktiven Romane oder sowas, sondern Sachbücher, Geschichtsbücher, aber oftmals ist es ja bei solchen Büchern wirklich, dass auch die zu einem Klimax hinarbeiten. Mit anderen Worten, je mehr wir uns mit diesem Buch beschäftigen, je weiter wir darin lesen, je tiefer wir darin kommen, desto spannender wird die Geschichte. Deswegen ist es eigentlich schade, dass solche Bücher immer irgendwann mal enden müssen, aber da gibt es eine Lösung für. Jedes dieser Bücher, das ich lese, hier auf meinem Kanal oder sonst wo, oder das ihr lest, hat eine perfekte Fortsetzung. Und die Fortsetzung ist die Bibel, die einzige Wahrheit, die uns unser Schöpfergott offenbart hat und mit der er mit uns in Kommunikation tritt. Ja? Jedes Mal, wenn wir so ein Buch ausgelesen haben und wir gehen danach zur Bibel, dann haben wir die Möglichkeit, das, was wir gelesen und gelernt haben in diesem Buch, zu messen an dem Wort Gottes und zu sehen, ob es auch tatsächlich der Wahrheit entspricht. Von daher kein Problem, dieses Buch abzuschließen, was ich noch nicht tue, weil ich brauche noch knapp 30 Seiten. Das schaffe ich natürlich nicht heute in der Lesung. Aber ich möchte damit nur sagen, dass jedes Mal, wenn wir solche Sachen gelesen haben, dass wir uns danach der Bibel zuwenden sollten und der wirklichen Wahrheit und dem Wort Gottes. Nur darin kann man die wirkliche Weisheit erlangen. Diese Buchlesungen sind hauptsächlich für die Leute, die noch nicht wirklich zur Bibel gefunden haben, die noch auf der Suche sind nach der Wahrheit, die auch auf der Suche sind nach der wirklichen Geschichte, deswegen ja die verborgene Geschichte der Jesuiten, um diese Geschichte aufzudecken, um euch zu helfen, auf dem Weg zur wirklichen Wahrheit zu finden, die schlussendlich halt nur in der Bibel zu finden ist und nirgendwo anders. Ich finde das eine wichtige kleine Einladung, deswegen fange ich damit auch an. Es gibt kein wichtigeres Buch als die Bibel und die sollten wir immer studieren. Vor und nach jedem anderen Lesen, das wir tun. Ja? Darin sind alle Antworten zu finden, die wir auf unser Leben haben. Aber das Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten ist ein Buch der Konterreformation. Wir sind ja heute im Jahre 2017. Ja? 2017, das heißt, wir sind 500 Jahre nach der Reformation. Martin Luther hat 1517 anscheinend, das ist ja faktisch noch nicht mal bestätigt, dass das überhaupt passiert ist, seine Thesen an die Kirchentür oder Schlosstür genagelt. Da gibt es keinen Beweis von. Das Einzige, was man weiß, ist, dass er seine Thesen veröffentlicht hat und dass diese damals aufgrund der Druckpresse rumgingen wie ein Lauffeuer und sich verbreitet haben. Und mit diesen 95 Thesen, die er angeschlagen hat und er die römisch-katholische Kirche angeklagt hat, etwas Unbiblisches zu tun, nämlich Geld zu nehmen für die Vergebung von Sünden, dadurch hat er die ganze Reformation in Gang gesetzt. Und die römisch-katholische Kirche war außer sich vor Wut und konnte nichts machen, hat keine Antwort darauf gefunden, auf die Reformation, außer das Konzil von Trient, das 1545 durch die Jesuiten eingeleitet wurde. Dieser jesuitische Orden, der 1540, fünf Jahre vorher, von Papst Paul III. Gegründet wurde, mit der päpstlichen Bulle Regimini Militantis Ecclesiae, wurde mit der Absicht gegründet, ein militärischer Arm der spirituellen Kirche, von der sie selbst behauptet, dass sie die einzige wahre Kirche Jesus Christus ist, zu sein, und dafür zu sorgen, dass diese Protestanten, diese Heretiker, diese Ketzer, die die Autorität des Papstes ablehnten, die die Doktrinen der römischen Kirche ablehnten, zur Raison gebracht werden, und zwar entweder durch zu konvertieren oder durch zu sterben. Die Jesuiten haben sich geschworen, um den Protestantismus auszurotten. Das ist wichtig, da wir im Jahr 2017
das 500-jährige Bestehen dieses Protestantismus mehr oder weniger feiern können. Ja? 500 Jahre hat der Protestantismus überlebt. Na, also ich glaube, das ist ein anderes Video. Da sollte ich ein anderes Mal drauf eingehen und das habe ich ja im Grunde auch schon gemacht mit der Videospielliste von Luther 2017, Jesus Christus oder Antichrist, was wählst du? Könnt ihr euch auch mal anschauen. Da kann man auch sicher noch mal hinkommen. Aber der Punkt, weshalb ich das jetzt hier eben erwähne, ist mir deswegen wichtig, um da euch deutlich zu machen, um zu sagen, schaut, wir lesen hier ein Buch über die verborgene Geschichte der Jesuiten. Das heißt, über die verborgene Geschichte der Konterreformation. Es gibt eine Reformation und es gibt eine Gegenreformation. Die Reformation ist von unten heraus, von Menschen, die aus der römisch-katholischen Kirche rauskamen, gemäß dem Ruf Gottes in Offenbarung 18, Vers 4, kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden. Und das waren Katholiken wie Luther, die da rauskamen und die das Wort Gottes erkannt haben und damit die Reformation eingeleitet haben. Und dann später wurde halt die Gegenreformation gegründet auf Basis dieses militärischen Ordens der Gesellschaft der Jesuiten. Und genau darum geht das Buch und die Lesung hier. Und wir gehen jetzt, nachdem wir letztes Mal in der Lesung schon ziemlich tief eingegangen sind in Deutschland mit dem Kapitel über die Gestapo und die Jesuiten, gehen wir jetzt weiter auf den Zweiten Weltkrieg mehr oder weniger ein, also auf das Dritte Reich, wo uns ja in Deutschland so viel von erzählt wird, außer das, was man auch mal anders sehen kann. Nämlich jede Medaille hat zwei Seiten. Und wir beschauen uns heute im nächsten Abschnitt des Buches, Kapitel 6, die Todeslager und der antisemitische Kreuzzug, einmal noch im Abschnitt 5, das heißt der Todeskreis. Schauen wir uns die Todeslager und der antisemitische Kreuzzug an im Abschnitt 5 des Buches, die verborgene Geschichte der Jesuiten. Und ich fange jetzt an, nach einer etwas längeren Einleitung, die mir aber nötig erschien, zu lesen auf Seite 133 in dem PDF, das ihr euch gratis im Internet runterladen könnt. Der Link dazu ist in der Beschreibungsbox des Videos für euch mitgeliefert. So könnt ihr mitlesen, so könnt ihr lesen, wenn ich nicht lese, so könnt ihr es selbst studieren und eure eigene Meinung darüber bilden. Und ihr könnt mir ja sagen, wo ihr mit irgendwelchen Dingen, die ich kommentiere oder sage, hier nicht einverstanden seid. Dafür macht man solche Sachen ja, dass man darüber diskutieren kann. Nur über ein Ding kann man nicht diskutieren, das will ich da eben auch nochmal ganz deutlich mit beisagen. Über ein Ding kann man nicht diskutieren und das sind Fakten. Und wenn ich hier Fakten nenne, dann sind die undiskutierbar. Wenn ich hier sage, das und das ist meine Meinung, weil ich das so und so denke, darüber kann man diskutieren. Aber wenn ich Fakten nenne, darüber kann man nicht diskutieren. So, jetzt fange ich aber wirklich an. Todeslager und der antisemitische Kreuz zu Kapitel 6 im 5. Abschnitt der Teufelskreis von Die verborgene Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. In welchem Maße die Katholiken in Nazi-Deutschland das Sagen hatten, das und auch die Härte, mit der einige der hohen Prinzipien des Papstes angewendet wurden, konnte man in Bälde deutlich sehen. Die hohen Prinzipien des Papstes sind hier eben in Rot unterlegt und zwischen Anführungszeichen geschrieben. Warum? Weil das zurückgeht auf das Zitat, weiß ich nicht, ob ich das jetzt eben ganz schnell finde, was wir im letzten Teil dieser Buchlesung gelesen haben, sonst müsst ihr euch das halt nochmal vorrufen, wo hier der Franz von Papen, ja, ich finde das jetzt nicht, der Franz von Papen eben seine Aussage gemacht hatte, dass eben das deutsche Nazireich das erste Reich ist, das die hohen Prinzipien des Papstes zugepasst hat. Ja? Deswegen ist das hier angedeutet nochmal. Aber könnt ihr auf die vorige Lesung zurückgehen. Die Liberalen und Juden hatten jede Menge freie Zeit, um herauszufinden, dass besagte Prinzipien alles andere als altmodisch waren, da die strenggläubigsten Stimmen es bestätigten. Das Recht, das sich die Kirche anmaßt, jene, die im Wege stehen, über kurz oder lang auszurotten, würde praktiziert werden. In Auschwitz, in Dachau, in Belsen, in Buchenwald und anderen Todeslagern.
Ein wichtiger Satz hier. Wie fängt das an hier? Das Recht, das sich die Kirche anmaßt, jene, die im Wege zu stehen, über kurz oder lang auszurotten, würde praktiziert werden. Das heißt doch mit anderen Worten, dass diese ganzen Lager, Arbeitslager, Todeslager, wie auch immer man sie nennen will, Konzentrationslager, diese ganzen Lager, die in Deutschland und außerhalb Deutschlands errichtet wurden, dass die im Grunde nichts anderes sind als eine Fortsetzung der Inquisition. Es geht nämlich darum, diejenigen, die der Kirche im Wege stehen, auszurotten. Und das ist genau das, was die Inquisition seit Jahrhunderten praktiziert hat. Nicht nur zwischen 1205 und 1800 und ein bisschen, wie in dem Lied von dem Inquisitionslied von mir, das ich hier oftmals spiele, darin erscheint im Text, die Inquisition, das Verfolgen von wirklichen Jesus-treuen, und ich sage jetzt noch nicht mal Bibelfolgern, weil das fing ja schon an, bevor überhaupt die Bibel entstanden ist. Die Apostel wurden ja alle bis auf einen ermordet und verfolgt. Ja, die Verfolgung, die Christenverfolgung, wenn wir es mal so nennen wollen, dann die, die wirklich Jesus Christus folgen von Anfang an, das fing ja bereits an mit Jesus Christus, der ans Kreuz genagelt wurde und ging am Tag darauf weiter. Ja, das ist ja nichts Neues. Nur, dass das natürlich das heidnische Römische Reich in der Zeit am Anfang gemacht hat und mit der Taufe des heidnischen Römischen Reiches 321 durch Konstantin mit dem Christentum, das die Kirche übernommen hat, die sich unter dem Mantel des heidnischen, die sich den, also wo sich das heidnische Römische Reich den Mantel des Christentums übergehängt hat. Also nur nach außen hin ist die Sache verändert. Immerhin ist es dasselbe geblieben. Es geht nur um die Inquisition. Diese ganzen Todeslager, die wir hier beschreiben und die wir jetzt noch weiter drin lesen, sind nichts anderes als Mittel der Inquisition. Die Gestapo Himmlers, unseres Ignatius von Loyola, wie Hitler das ja damals sagte, erwies diese Mildtätigkeit gewissenhaft. Das zivile und militärische Deutschland musste sich perinde ac cadaver, dieser allmächtigen Organisation, unterwerfen. Perinde ac cadaver, wir erinnern uns, das ist der geforderte Kadavergehorsam, den wir bereits kennen aus dem Jesuiteneid. Dass der Vatikan mit diesen Gräueln nichts zu tun haben wollte, braucht nicht gesagt zu werden. Bei einer Audienz des türkischen Journalisten Dr. Neren E. Gün, der selbst deportiert worden war und sich fragte, warum der Papst nicht eingegriffen, ja, den vielen unglücklichen Menschen nicht in irgendeiner Weise geholfen habe, besaß seine, zwischen Anführungszeiten, Heiligkeit, Antichrist Papst Pius XII., die Unverfrorenheit zu antworten. Zitat: Wir wussten, dass aus politischen Gründen gewaltsame Verfolgungen in Deutschland stattfanden. Nicht bekannt geworden, aber war uns der unmenschliche Charakter der nationalsozialistischen Unterdrückung. Ende Zitat aus der Gazette de Lausanne vom 15. November 1945. Und hier lügt der Antichrist, wie er niemals etwas anderes tut. Der sagt nämlich nie die Wahrheit. Der Papst hat noch niemals ein Wort Wahrheit gesprochen. Und auch hier spricht er nicht die Wahrheit, weil schließlich, schlussendlich, und das haben wir im Aufbau dieser und anderer Lesungen von mir bereits gelernt, ja, ist der Vatikan diejenige Institution, die überhaupt erst dafür gesorgt hat, diese nationalsozialistische Unterdrückung in Deutschland zu installieren und dann davon zu behaupten, von da haben wir nichts von gewusst, ist lächerlich. Wenn ihr in die Schule geht und der Lehrer bringt euch was bei und er wird dann nachher gefragt, kann er ja auch nicht sagen von, ich habe nicht gewusst, was ich dem beibringe. Er muss es ja selbst erstmal lernen. Ja, genau dasselbe. Also hier sagt mit anderen Worten der Lehrer, was ich denen beigebracht habe, das wusste ich gar nicht. Blödsinn. Der Papst lügt, wenn er das Maul aufmacht, um das mal ganz ebenso zu sagen. Und hier in dieser
Gazette de Lausanne, also in dieser Zeitung vom 15. November 1945, kann man das zwar lesen, dass der Antichrist sagt, wir wussten von gewaltsamer Verfolgung, aber der unmenschliche Charakter der nationalsozialistischen Unterdrückung war uns unbekannt. Blödsinn! Der Charakter der nationalsozialistischen Unterdrückung ist das, was die römisch-katholische Kirche seit Jahrhunderten mit ihren Feinden macht. Und das zu einer Zeit, fährt der Autor fort, wo gleichzeitig hochwürdiger Pater Mistian, der Sprecher von Radio Vatikan, erklärte, dass, Zitat, überwältigende Belege der Grausamkeit der Nazis eingegangen seien. Ende, Zitat. Nachzulesen in Le Vatican et la Seconde Guerre mondiale, ja, der Vatikan und der Zweite Weltkrieg, erschien 1955. Ohne jeden Zweifel war der Heilige Vater genauso wenig darüber informiert, was in den Utascha-KZs vor sich ging, trotz der Anwesenheit seines eigenen Legaten in Agram. Das heißt, er schickt seinen eigenen, zwischen Anführungsstrichen, Abgeordneten in die Länder und zu den Konzentrationslagern, aber er weiß nicht, was darin vorgeht. Müssen wir darüber nachdenken, um zu sehen, ob hier die Wahrheit gesprochen wird? Einmal allerdings war zu beobachten, fährt der Autor fort, wie der Heilige Stuhl doch einiges Interesse am Schicksal bestimmter zur Deportation Verurteilter nahm. Es handelte sich um 528 protestantische Missionare, Überlebende all jener, die von den Japanern in Ozeanien gefangen genommen und in KZs auf den Philippinen interniert worden waren. In seinem hervorragenden Buche 1960 et le secret du Vatican, 1960 und die Geheimnisse des Papstes auf Deutsch, wird von André Ribard die päpstliche Intervention um der unglücklichen Willen entschleiert. Zitat. Der Wortlaut erscheint unter Nummer 1591, datiert Tokio, 6. April 1943 in einem Bericht des Ministeriums für religiöse Angelegenheiten in besetzten Gebieten. Und ich zitiere den folgenden Auszug. Er habe den Wunsch der römischen Kirche geäußert, die Japaner ihre Politik fortsetzen zu sehen und gewisse religiöse Irrlehrer an der Wiedererlangung einer Freiheit zu hindern, auf die sie keinen Anspruch hätten. Ende Zitat von André Ribard aus seinem Buch wie steht das denn hier? Ah ja, und Frederik Hoffert aus seinem anderen Buch Römische Politik und Abdankung der Protestanten und das bereits vorher erwähnte Buch von dem André Ribard. Da kommt das Zitat hierher. Ja, und wie gesagt, ich lese ja im Augenblick das Buch Odessa, die wahre Geschichte, da kann ich noch ganz andere Dinge erzählen. Da kommen wir vielleicht später noch zu. Also, er habe den Wunsch der römischen Kirche geäußert, die Japaner ihre Politik fortsetzen zu sehen und gewisse religiöse Irrlehrer, das sind halt Protestanten aus Sicht der römisch-katholischen Kirche, an der Wiedererlangung einer Freiheit zu hindern, auf die sie keinen Anspruch hätten. Hatten wir das nicht auch letztes Mal in dem letzten Teil besprochen, wo ich noch abgewichen bin und euch gesagt habe, lest nochmal das Directorium Inquisitorium aus meiner Lesung von Herrscher des Bösen, ja? Die Rechte, die man gar nicht hat. Schaut's nochmal an, wenn ihr nicht mehr wisst, wovon ich spreche. Vom christlichen Standpunkt her bedarf dieser großzügige Akt keines Kommentars. Doch politisch betrachtet ist er da nicht höchst bemerkenswert? In der Slowakei war, wie wir wissen, der jesuitische Gauleiter Monsignore Tiso so frei. Die getrennten Brüder, ja, das ist ja... Die getrennten Brüder ist ein Ausdruck, der für die Protestanten seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er Jahren gilt, die getrennten Brüder zu verfolgen, obwohl sein Staat Satellit des hauptsächlich protestantischen Deutschlands war. Das sagt viel über den Einfluss, den die römische Kirche im Hitlerland hatte. Auch haben wir die in Kroatien von den Vertretern jener Kirche bei der Ausrottung der orthodoxen Gläubigen gespielte Rolle gesehen. Was den antijüdischen Kreuzzug, das Meisterstück der Gestapo, angeht, so mag es überflüssig erscheinen, die dabei von Rom gespielte Rolle nochmals zu erwähnen. Denn von den Heldentaten Monsignore Tisos, des ersten Lieferanten für die Auschwitzer Gaskammern und Krematoriumsöfen, wurde bereits berichtet.
Zu diesem Dossier werden wir lediglich einige wenige charakteristische Dokumente hinzufügen. Da wäre als erstes ein Brief vom Botschafter der Vichy-Regierung, also der installierten nationalsozialistischen Regierung im besetzten Frankreich, beim Heiligen Stuhl Léon Brera. Zitat: Sehr geehrter Herr Marschall Pétain, in Ihrem Brief vom 7. August 1941 gaben Sie mir die Ehre, mich um gewisse Informationen zu bitten, die die Fragen und Schwierigkeiten berühren, die sich vom römisch-katholischen Standpunkt her aus den von Ihrer Regierung bezüglich der Juden unternommenen Maßnahmen erheben können. Es ehrt mich, Ihnen zu antworten, dass ich im Vatikan nichts erfuhr, das als Kritik oder Missbilligung der fraglichen Gesetze oder anweisenden Dokumente gedeutet werden könnte. Ende Zitat. Bei der Erwähnung dieses Schreibens in einem mit »Das Schweigen Pius XII. Betitelten Beitrag« berichtet die Zeitschrift L'Arc von einem anschließenden und ergänzenden Bericht, den Léon Brera am 2. September 1941 nach Vichy sandte. Gibt es zwischen dem Status der Juden und der katholischen Lehre einen Widerspruch? Nur einen. Und auf diesen weist Léon Brera das Staatsoberhaupt hin. Er besteht in der Tatsache, dass das Gesetz vom 2. Juni 1941 die Juden als Rasse definiert. Die Kirche, schrieb Vichys Botschafter, hat nie je, dass allen Bürgern dieselben Rechte zu gewähren seien, bekundet. Zitat: Wie mich eine Autorität im Vatikan wissen ließ, werden ihnen über dem Status der Juden keine Unannehmlichkeiten erwachsen. Ende Zitat. Da wird doch die erbärmliche Enzyklika mit brennender Sorge gegen Rassismus, oft von Apologeten als in die Praxis umgesetzt, hingestellt. Wir finden aber noch Besseres. In Lew Poljakows, ein Antisemitenforscher, der von 1910 bis 1997 lebte, in seinem Buch, das heißt Breviaire de la Haine, da lesen wir, Zitat: Der Vorschlag der protestantischen Kirche in Frankreich, dass man zusammen mit der römischen Kirche gegen das Zusammentreiben der Juden im Sommer 1942 etwaige Maßnahmen ergreifen sollte, wurde von den katholischen Würdenträgern abgelehnt. Ende Zitat. Habt ihr sowas auch mal in der Schule gehört? Viele Pariser erinnern sich noch, wie die jüdischen Kinder von ihren Müttern getrennt und mit Sonderzügen zu den Krematoriumsöfen von Auschwitz verschickt wurden. Diese Kinderdeportationen werden neben anderen offiziellen Dokumenten in einer dem 21. Juli 1942 datierten Notiz vom SS-Hauptsturmführer Dannecker bestätigt. Die außerordentliche Herzlosigkeit der römischen Kirche und ihres Oberhaupts im Besonderen veranlassten unlängst zu diesen anklagenden Zeilen der oben genannten Zeitschrift L'Arc. Zitat: Fünf Jahre hindurch war der Nationalsozialismus der Urheber von Ausschreitungen, Entweihung, Gotteslästerung und Verbrechen. Fünf Jahre hindurch mordete er 6 Millionen Juden dahin. Von diesen 6 Millionen waren 1,8 Millionen Kinder. Wer sagte einst: Lasset die Kinderlein zu mir kommen? Und warum dann: Lasset sie zu mir kommen, dass ich sie abschlachten kann? Ende Zitat. Dem kämpferischen Papst folgte ein diplomatischer Papst. Nun ja, diese gerade gelesene Aussage: Wer sagte einst: Lasset die Kinder zu mir kommen? Und warum dann: Lasset sie zu mir kommen, dass ich sie abschlachten kann? Dieses Zitat hier ist natürlich nur für diejenigen unverständlich, die nicht begreifen oder immer noch nicht begriffen haben und es einfach nicht begreifen wollen, dass die römisch-katholische Kirche nicht christlich ist und dass die römisch-katholische Kirche nicht die wahre Kirche ist, die Jesus Christus durch seine Apostel hier auf dieser Welt damals gegründet hat. Es ist die Kirche des Antichristen. Der sagt auch: Lass die Kinder zu mir kommen, dass ich mich an ihnen sexuell vergehen kann. Schauen wir uns doch nur mal die durch die Jahrhunderte praktizierten ganzen pädophilischen Aktionen der römisch-katholischen Kirche an. Aber da können wir vielleicht mal drüber sprechen, wenn ich jemals das Buch »Die Frau und das Tier« von Dave Hunt
lese, wenn ich dazu komme, das 500 Seiten Werk. Da können wir da sicher mehr drauf eingehen. Vom besetzten Paris gehen wir in das nach dem italienischen Zusammenbruch ebenfalls von den Deutschen besetzte Rom. Lesen wir eine an den Nazi-Außenminister von Ribbentrop adressierte Nachricht. Zitat: Deutsche Botschaft beim Heiligen Stuhl, Rom, 28. Oktober 1943. Der Papst hat sich, obwohl dem Vernehmen nach von verschiedenen Seiten bestürmt, zu keiner demonstrativen Äußerung gegen den Abtransport der Juden hinreißen lassen. Obgleich er damit rechnen muss, dass ihm diese Haltung von Seiten unserer Gegner nachgetragen wird, hat er auch in dieser heiklen Frage alles getan, um das Verhältnis zu der deutschen Regierung nicht zu belasten. Da hier in Rom weitere Aktionen in der Judenfrage nicht mehr durchzuführen sein dürften, kann also damit gerechnet werden, dass diese für das deutsch-vatikanische Verhältnis unangenehme Frage liquidiert ist. Gezeichnet Ernst von Weizsäcker. Ernst Freiherr von Weizsäcker. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass die Weizsäcker-Familie, die unter anderem ja den Präsidenten zur Zeit der deutschen, zwischen Anführungszeichen, Wiedervereinigung fortgebracht hat, vielleicht verwandt damit ist. Ne? Könnt ihr ja mal selbst nachforschen. Aber inzwischen nehme ich hier eben nochmal ein anderes Bild mit rein vom Pius XII., weil wir sprechen ja eben die ganze Zeit über den Papst Pius XII. Und von daher möchte ich hier mal ein Bild mit reinnehmen. Und dann lesen wir jetzt mal eben weiter. Mal schauen, ob wir hier noch ein anderes haben. Papst Pius XII. Hier zum Beispiel. Nehmen wir das mal. Sich auf die Karriere dieses wegen Vorbereitung von Todeslisten als Kriegsverbrecher verurteilten Freiherrn von Weizsäcker beziehend, schrieb die Zeitung Le Monde vom 27. Juli 1947 folgendes, Zitat: Er lässt sich im Vorgefühl einer deutschen Niederlage in den Vatikan versetzen und nutzt diese Gelegenheit zur engeren Kooperation mit der geheimen Staatspolizei. Ende Zitat. Unseren noch nicht völlig überzeugten Lesern zuliebe werden wir das folgende offizielle deutsche Dokument zitieren, das die auf die Juden gerichteten Dispositionen des Vatikans und jene der Jesuiten vor dem Kriege darlegt. Zitat: Presse und amtliche Berichterstattung aus Nordamerika melden laufend von antijüdischen Kundgebungen der Bevölkerung. Es ist vielleicht symptomatisch für die innenpolitische Entwicklung in USA, dass die Hörerschar des bekannten antijüdisch eingestellten Radiopriesters Coughlin auf über 20 Millionen angewachsen ist. Ende Zitat vom Auswärtigen Amt Wilhelmstraße, Dokument Nummer 83-26-19-1 aus Berlin vom 25. Januar 1939. Der militante Antisemitismus der Jesuiten in den Vereinigten Staaten, wie überall, nicht nur in Nazi-Deutschland, ist seitens dieser Ultramontanen keine Überraschung, da er in völliger Übereinstimmung mit der Lehre der römisch-katholischen Kirche steht. Lesen wir, was der auf fromme Literatur spezialisierte und allein unter dem Patronat des Imprimatur publizierende Autor Daniel Robs von der Französischen Akademie zu dem Thema zu sagen hat. Da steht im 1947 herausgegebenen Jesus, der Heiland in seiner Zeit, einem seiner bekanntesten Werke, das folgende Zitat: All die Jahrhunderte hindurch, in allen Ländern, wo Menschen der jüdischen Rasse zu finden sind, kommt dieses Blut über sie und der Schrei »Tötet ihn«, der vor dem Gerichtsgebäude des Pilatus ausgestoßen wurde, übertönt den tausendfachen Schrei der Not. Das Antlitz des verfolgten Israels erfüllt die Geschichte, aber man darf darüber das andere Antlitz nicht vergessen, das mit Blut und Speichel besudelt ist und mit dem die Menge der Juden kein Mitleid hatte. Wahrscheinlich konnte man von Israel nicht erwarten, seinen Gott, den es verdammt hat, nicht zu töten. Und da das Blut geheimnisvollerweise wieder nach Blut verlangt, konnte man vielleicht auch von der christlichen Barmherzigkeit genauso wenig verlangen, so zu handeln,
dass der Schrecken des Pogroms in geheimnisvollem Gleichgewicht des göttlichen Willens den unerklärbaren Schrecken der Kreuzigung nicht ausgleicht. Ende Zitat. Gut gesagt. Oder noch direkter. Wenn Millionen von Juden durch die Gaskammern und Krematoriumsöfen von Auschwitz, Dachau und anderswo gehen mussten, so sei das ihr gerechter Lohn gewesen. Der göttliche Wille habe dieses Unglück beabsichtigt und eine sich jenen zuwendende christliche Nächstenliebe sei eine verfehlte. Was wir hier gerade gelesen haben, ist ein totales Unverständnis der Bibel. Ich gehe da jetzt nicht weiter drauf ein. Ich habe euch ja gesagt, ihr müsst die Bibel selbst studieren. Aber dass man hier sagt, dass die Judenvernichtung göttlicher Wille ist, und dann beziehen wir es ja nicht nur auf die Judenvernichtung, die in diesem angeblichen Holocaust passiert ist im Dritten Reich, sondern wir sprechen ja von der Judenverfolgung durch die Jahrhunderte, ja durch die letzten Jahrtausende, wir sprechen über 2 Jahrtausende inzwischen, hin. Das ist nicht der göttliche Wille. Gott bestraft die Juden dadurch, dass sie Jesus Christus nicht als ihren Erlöser annehmen, ihnen das ewige Leben verwehrt wird. Das ist die Strafe. Aber wir Menschen haben die Juden für gar nichts zu strafen. Wir sollten die Juden aufklären darüber, dass sie ihren Messias ans Kreuz genagelt haben und was die Folgen davon sind, weil sie damals Daniel Kapitel 9 nicht verstanden haben und weil sie es heute nicht verstehen, weil es ihnen nicht erklärt wird und weil Daniel bei ihnen in der Bibel kein Prophet ist. Der Teufel macht Gebrauch von jeder Kleinigkeit, um sein Ziel zu erreichen. Und das Ziel des Teufels ist die totale Auslöschung der Juden, ist die totale Auslöschung des Samen, von dem wir bereits in Genesis Kapitel 3, Vers 15 sprechen. Nun nehme ich das doch mal eben bei der Hand, dass ihr auch ganz genau wisst, worüber wir hier sprechen. Nehmen wir eben die Schlachterbibel hier zur Hand. Und da müssen wir bei der Schöpfungsgeschichte in das 3. Kapitel gehen, also 1. Buch Mose, Genesis, 3. Kapitel. Und da lesen wir in Vers 15, also lesen wir erstmal Vers 14 hier, das kann man da noch mitnehmen. Ja, Vers 14 kann man da noch mit reinnehmen. Oder 13, da sprach Gott der Herr zum Weibe, warum hast du das getan? Also, vom Baum der Erkenntnis gegessen. Das Weib antwortete, die Schlange verführte mich, dass ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Schlange, weil du solches getan hast, so seist du verflucht vor allem Vieh und vor allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und die Erde essen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange, und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Derselbe soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Nun, diese Prophezeiung von Gott wurde erfüllt mit Jesus Christus am Kreuz. Er hat der Schlange den Kopf zertreten und die Schlange oder Satan hat ihn in die Ferse gestochen. Aber wir lesen hier, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. So, und da geht es drum. Der Same, die Nachkommenschaft, die Generationen, die Menschen, die aus dem Samen Gottes kommen, sind der Feind Satans und die will er vernichten. Und dazu zählen die Juden, dazu zählen die ganzen Stämme Israel, die über die ganze Welt verbreitet sind und deren Nachfolger überall auf der Welt noch da sind. Und das sind diejenigen, die verlorenen Schafe, die Gott heute wieder zu sich ruft. Das sind diejenigen, die er errettet hat. Zwischen diesen beiden Samen will Gott Feindschaft säen. Und der Teufel nimmt diese Feindschaft an und macht sich zum Ziel, eben diese
zu vernichten. Das ist seine Aufgabe. Und darüber lesen wir unter anderem hier mit der Judenverfolgung nicht nur im Zweiten Weltkrieg, sondern mit der Judenverfolgung und der Christenverfolgung, das heißt diejenigen, die sich auf Gott berufen, die vom Samen Gottes kommen, sind diejenigen, die an Jesus Christus treu sind, an seine Gesetze treu sind, von denen lesen wir hier die ganze Zeit. So muss man das verstehen. Der führende Professor und Vorsitzende der Amitié Judéo-Chrétien, also jüdisch-christlichen Freundschaft, Jules Isaac, rief unter Bezugnahme auf diese Passage aus. Zitat: Furchterregende Sätze, gottlose Sätze, die selbst von einem unerklärbaren Schrecken sind, der noch von jener Stelle vergrößert wird, wo geschrieben steht: Unter den jetzt lebenden Juden versucht eine gewisse Anzahl, das Gewicht dieser schweren Verantwortung von ihren Schultern abzuwälzen. Sehr ehrbare Gefühle, doch man kann das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen. Und das schreckliche Gewicht, der Tod Jesu, das auf den Schultern Israels lastet, kann der Mensch nicht abwälzen. Ende Zitat. Naja, also ständig nur die Juden zu belasten mit dem Tod Jesu, ist meines Erachtens nicht ganz richtig, weil die Juden haben ihn nicht ans Kreuz genagelt. Das waren die Heiden, das waren die Römer. Ne? Das war also mit anderen Worten die römisch-katholische Kirche. Na? Ah ja, wir müssen die Geschichte mal so sehen, wie sie ist und nicht immer so, wie sie uns erzählt wird. Wie hieß das so schön in dem Buch vom Konflikt zur Gemeinschaft? Es geht nicht darum, die Geschichte anders zu eine andere Geschichte zu erzählen, sondern die Geschichte anders zu erzählen, nicht wahr? Ja, das ist genau der Punkt. Jene fraglichen Sätze wurden Jules Isaacs Hinweis zufolge in den neueren Ausgaben dieses erhebenden Buches, sprich nach der Befreiung, vom Verleger geändert. Alles hat seine Zeit. Die Krematoriumsöfen waren veraltet. Von der dogmatischen Erklärung der hohen Prinzipien des Papstes also, bis hin zu deren Praktizierung durch Himmler, unseren Ignatius von Loyola, wird der Kreis geschlossen. Und wir werden hinzufügen, dass des Führers halbverrückter Antisemitismus somit viel an Geheimnisvollem verliert. Und wirft es nicht, da wir gerade bei diesem Thema sind, auch auf jene, und wirft es nicht, Entschuldigung, was ist das denn hier, jetzt bin ich hier verrutscht, und wirft es nicht, da wir gerade bei diesem Thema sind, auch auf jene rätselhafte Person selbst viel mehr Licht? Was man sich doch vor dem Kriege so vorstellte, im Versuche, das nicht zu übersehende Missverhältnis zwischen dem Manne und seiner zu spielenden Rolle zu erklären. Gab es da doch eine Lücke, etwas Unausgefülltes, das jeder spürte. Um diese Lücke zu schließen, machten Legenden die Runde. Geschichten wurden ins Ausland gestreut, nicht immer ohne den geheimen Zweck der Irreführung. Es seien, wie wir erfahren durften, okkulte Wissenschaften, östliche Magier, Astrologen gewesen, die den schlafwandelnden Berchtesgadener Einsiedler inspiriert hätten. Und die Wahl des Hakenkreuzes als Nazi-Parteiabzeichen, das aus Indien stamme, schien die Vorstellung zu bestätigen. Maxime Morin, ein französischer Historiker, hat diese spezielle These widerlegt. Zitat: Adolf Hitler war in Lambach zur Schule gegangen und sang im Knabenchor des dortigen Benediktinerstifts. Dort entdeckte er das Hakenkreuz, da es das Wappen des Abtes Theoderik Hagen war. Ende Zitat aus Maxime Morins Werk Histoire des Grandes Puissances oder Geschichte der Großmächte, erschienen im Payot Verlag in Paris 1958 auf Seite 134. Auch ohne auf geheimnisvolle oder exotische Philosophien zurückgreifen zu müssen, sind die Inspirationen des Führers leicht erklärt. Ist es offensichtlich, dass dieser Sohn der katholischen Kirche, wie wir uns erinnern aus der vorigen Sendung, das Zitat von aus der Zeitschrift Reform von Franco veröffentlicht am 3. Mai 1945, wie er von Franco halt beschrieben wurde, wie der Autor hier schreibt, den Impulsen geheimnisvoller Führer unterworfen gewesen sei, so wissen wir, dass diese nichts mit östlicher Magie zu tun hatten. Die irdischen Höllen, die 25 Millionen Opfer verschlangen, tragen einen anderen, leicht erkennbaren Stempel.
den von Menschen, die eine lange und sorgfältige, wie in den Exerzitien der Jesuiten beschriebene Ausbildung zu durchlaufen hatten. Und hiermit endet dieser Teil, das Kapitel 6. Und das nächste Teil, die Jesuiten und das Collegium Russicum, wird Gegenstand unserer nächsten Lesung sein, wenn wir zurückkehren und den nächsten Teil, Teil 22 dann inzwischen, aus dem Buch Die verborgene Geschichte der Jesuiten lesen werden. Bis dahin denke ich, dass wir einiges zum Nachdenken bekommen haben, wo wir hier drüber nachdenken können, was ich jetzt hier alles gerade vorgelesen habe. Ich wollte nur mal eben noch auf eine kleine Sache eingehen, da ich ja im Augenblick das Buch Odessa, die wahre Geschichte lese, sowohl in Deutsch als in Englisch. Ich lese es eigentlich in Englisch, aber mir ist da doch etwas aufgefallen, was ich vor zwei Tagen, gestern war ich bei meiner Kinesisten gelesen habe, Kapitel 3 des Buches, das heißt Unerwünschte Einwanderung, und da geht es darum, wie unter anderem in Argentinien Maßnahmen ergriffen wurden, um Juden nicht einwandern zu lassen in Argentinien. Und da wird auch gesprochen von, wie das in anderen Ländern passierte, wie zum Beispiel Schiffe in den Vereinigten Staaten abgewiesen wurden und aus Argentinien abgewiesen wurden, die Juden getragen haben, die geflüchtet waren aus Europa, die man ja hätte aufnehmen können. Heute nehmen die Deutschen alle möglichen sogenannten Flüchtlinge auf und sagen, die Flüchtlinge sind willkommen. Als die Juden in den Ende der 30er, Anfang der 40er Jahren Europa flüchteten und mit Schiffen in Argentinien und anderen Plätzen in der, auf dem amerikanischen Kontinent Norden oder Süden ankamen, da hat man sie abgewiesen und hat sie zurückgeschickt. Und das ist in dem Buch Odessa, die wahre Geschichte von Ukigoni festgehalten. Also man muss immer verschiedene Brunnen lesen, um bestimmte Dinge zu verstehen. Und ich hoffe, dass es euch vielleicht ansetzt, um auch mal solche Bücher sich zu bestellen und durchzulesen und sich darin fortzubilden. Auf jeden Fall war das die Lesung für den heutigen Sabbat, den 12. August 2017. Ich danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich danke für eure Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin möge Gott euch beschützen, behüten und segnen. Jörg von Joggler66, Stunde der Wahrheit, meldet sich ab und sagt Tschüss. Especially I work in dealing with the infiltration of churches and religious institutions as well as government. That cover a tremendous number of institutions. And the purpose of that infiltration was what for? Well, the purpose is what the Roman Catholic system has all the time as her own purpose, is to infiltrate, to penetrate all the areas of life where the Roman Catholic can have control and access for the coming world government. Simply put, this country and this world benefit from your commitment to Jesuit principles, to being men. As a graduate of another great Jesuit institution, Xavier University, I have great affection for the value and purpose of the Jesuit education. What that means is, in preparation for that world government, the Roman Catholic institution, especially since the establishment of the Jesuit order in 1541, throughout these 500 years, they've been in preparation and through infiltration and penetration of every level of society in order to take over the world politically and religiously. What a beautiful day the Lord has made. Holy Father, on behalf of Michelle and myself, welcome to the White House. There are two doctrines that define very well these dangerous goal of the Roman Catholic institution. Two doctrines define this very well. One is called the doctrine of the apostolic succession, and that is dealing with the papacy. And the other is the doctrine, the temporal power, and that is dealing with world government. Of course, both, because you can see that even the Pope and his own
individual office, he meet those requirements. He is not only the head of his church, as he called himself, John Paul II, the present Pope. He said he is the pastor of his church. He is not only that, but he is the head of his state. It is a sign, perhaps, of how far we have come in this country that today's news of formal recognition between the governments of the United States and the Vatican did not create a furor. Once upon a time, it would have. Once upon a time, and not all that long ago, it did. From the time of President Washington, that was the first president to be utilized by the Jesuits. If you were not aware of that, President Washington already was initiated by the Jesuits to bring about the first communication with the Vatican ever known in this country. From there on, President Reagan, throughout all this time, President Reagan has come to fulfill the greatest moment in the history of this conspiracy.